Hallo und schön, dass du da bist zur Steinbocklegung für die zweite Jahreshälfte 2023. Wir starten gleich los mit dem Licht- und Schattentarot für dich in die kommende Jahreshälfte. So, du kannst diesen Kanal übrigens irrsinnig unterstützen mit einem kostenlosen Abo, einem Kommentar und einem Like, damit ich auch in Zukunft weiterhin kostenlose Videos wie diese anbieten kann. Oh, da fällt schon die erste, sechste Kelche. So, wir haben hier Freundschaft, vielleicht auch schon eine lange Freundschaft, eine lange Beziehung vielleicht auch. Ein guter, treuer Freund, ja, das kann natürlich ein langjähriger Freund sein, ein Familienmitglied, ein Tier natürlich auch, ein Partner, ein Kind. Die Mutter, der Vater, was auch immer, auf jeden Fall. Es geht hier für dich um eine langjährige Beziehung, Freundschaft, die du hier mit einem Menschen ja, oder mit einem Tier pflegst. Vielleicht ist auch schon etwas sehr lange aus, ja, sehr lange her. Das sind mir zu viele. Jawohl. Vier der Schwerter. Ja, ich nehme hier wahr, Harmonie, Entspannung, Zeit für dich selbst, Zeit auch mit lieben Menschen hier zu verbringen. Ganz klar. Also ich nehme auch einen gewissen Schutz wahr zwischen dir und bestimmten Menschen hier, wo einfach Harmonie herrscht, Gelassenheit, eine entspannte Atmosphäre, ja? Gut, die wirst du hier auch weiterhin haben. Ihr könnt jetzt entspannen. Vielleicht war irgendetwas sehr anstrengend. Dann kommt jetzt eine Zeit der Erholung. Erholung, Entspannung kann ja auch für einen Urlaub natürlich stehen mit guten Menschen in deiner Umgebung. Drei der Schwerter. Heilung eines alten Schmerzes. Ja, viel Schmerz, viele Verletzungen vielleicht auch. Aber hier ist ganz klar die vier der Schwerter zuerst. Das heißt, das geht hier jetzt in Heilung. Das geht jetzt in Heilung. Du kannst dich entspannen, du kannst dich jetzt ausruhen. Du kannst eine schöne, nette Zeit verbringen. Ja, die sechste Kelche sind auch immer eine schöne Zeit, die man hier verbringt. Ich glaube, du musst dich hier auch von etwas erholen jetzt. Ganz, ganz dringend. Ja, das zeigt sie einfach an, dass etwas sehr lange vielleicht wehgetan hat, verletzt, du lange verletzt warst bezüglich etwas, ja, Herzschmerz. Es ist jetzt Zeit der Heilung und eines Neustarts, Page der Stäbe, neue Dinge wieder auszuprobieren, ja, wieder den Elan hier zu erhalten. Das wirst du im kommenden Jahr, kommenden Halbjahr, entschuldige, erkennen, dass du wieder mehr Energie bekommst, wieder für Neues, ja, neugierig auch zu sein auf neue Themen, auf neue Menschen, auf neue Dinge, die du hier einfach tun kannst, unternehmen kannst. Sehr, sehr schön, ja, etwas kommt hier jetzt endlich in die Heilung, in den Ausgleich, in die Entspanntheit, in die Erholung. Du wirst dich hier über den Sommer hin sehr, sehr gut erholen und wirst im Herbst hier wieder neue Energie für ein gewünschtes Ziel vielleicht auch hier haben, ja? Zwei der Münzen. Ja, hier geht es auch schon um eine Entscheidung, um eine Entscheidung, wie der Weg hier jetzt weitergeht. Es könnte sein, dass du hier einen komplett neuen Weg hier einschlägst. Schauen wir weiter. Ist auch ein ganz normaler Ablauf hier, ja? Heilung einer alten Verletzung, eines alten Schmerzes. Hier vielleicht warst du auch krank, ja, vielleicht gab es ja auch bestimmte Krankheitsthemen hier in der Vergangenheit,
Hier ist ganz klar Erholung angesagt und wieder neue Energie tanken, neue Kraft schöpfen aus einer schweren Phase heraus. Und hier haben wir sehr klassisch eigentlich für den Steinbock die zwei der Münzen. Du möchtest wieder etwas Langfristiges, ja? Ganz egal, ob das jetzt um den Beruf, um die Beziehung, um ein Hobby etc. hier geht. Du möchtest hier wieder etwas Langfristiges aufbauen. Ja, das kurze Vergnügen, das ja, sagt dir nicht so zu. Wenn dann willst du etwas Langfristiges, was für längere Zeit hält, bleibt. So, das sind mir hier zu viele. Da kommen sehr viele Karten bei dir. Es kann ja durchaus sein, dass du hier jemanden verloren hast und hier einen guten, langjährigen Freund, einen Partner, dass du hier irgendjemanden verloren hast, ja, und hier dich erstmal selbst wiederfinden musstest, erholen musstest. Das wird hier jetzt in der zweiten Jahreshälfte ganz, ganz klar stattfinden. Du hast hier vielleicht einen lieben, treuen Freund hier verloren, ja, vielleicht auch eine liebgewonnene Arbeitsstelle, ja, ein liebgewonnenes Tier. Fünfte Kelche. Ja, mir kommt so rein, es sind gewisse Träume, Wünsche hier nicht in Erfüllung gegangen, aufgrund dessen. Du hast aber hier jetzt wieder den Mut, die Kraft hier, dich in eine neue Richtung zu bewegen. Ja, wir sehen das hier sehr schön. Und zwar, das hier ist ja gar nicht echt. Das ist quasi nur, das hat sich in Luft aufgelöst, diese Münze. Ja, du dachtest vielleicht, hier ist etwas langfristig oder etwas. Du hast etwas Längerfristiges aufgebaut. Das hat sich jedoch in Luft aufgelöst. Ja, das ist keine Option mehr sozusagen. Und hier haben wir aber etwas Handfestes, etwas Stabiles, wo hier ein neuer Samen gesät werden kann. Und hier sieht man einfach, wie du das loslässt. Ich nehme das hier nicht sehr enttäuschend wahr. Ja, natürlich ist es enttäuschend, aber die Enttäuschung hat hier bereits stattgefunden. Ja, ich nehme das nicht aktuell wahr, gerade mit den zwei der Münzen. Hier ist nur dieses Loslassen. Ja, dieses Loslassen und dich hier auf das Neue fokussieren. Wir haben hier einen vollen Kelch und hier eine echte Münze und dich hier auf das zu fokussieren. Hier nochmal dieses Loslassen einfach eines alten Wunsches, einer alten Vorstellung, eines alten Traumes, der dich vielleicht länger begleitet hat. Ja, hier ist etwas nicht so, hier hat sich etwas nicht so herauskristallisiert wie gehofft. Hier sind auch Hoffnungen, ja. Diese vier der Kelche, die hier ausgeschüttet werden, das sind unerfüllte Hoffnungen. Ja. Das müsstest du aber bereits hier wissen. Es ist hier nur dieser Loslassprozess und gleichzeitig dieses Fokussieren auf das Neue, dieses Ausprobieren, dieses Kraftschöpfen. Genau, das geht hier Hand in Hand. Du musst natürlich hier bedenken, das ist über ein halbes Jahr. Über ein halbes Jahr hier die ganze Legung. So, sechste Münzen, fünfte Schwerter. Es kommt hier Ausgleich rein. Ja, das nehme ich hier schon die ganze Zeit wahr. Ja, du erholst dich hier gut. Du kümmerst dich hier sehr gut um dich selbst auch. Du gehst hier vorsichtig, aber doch neugierig hier vorwärts. Es ist nicht so, dass hier etwas stagniert. Und du wirst hier einen gewissen Konflikt, Streitereien, Diskussionen, ja, Verletzungen eben, die hier stattgefunden haben, die werden hier in den Ausgleich kommen und du wirst hier positiv aus der Sache rausgehen. Ja, gerade mit den sechs der Münzen, das ist wieder harmonisch, da ist ein Ausgleich von Geben und Nehmen, da ist das Ganze in Balance. Du wirst hier gerecht entlohnt werden, würde ich hier jetzt mal sagen. Zum Beispiel, ich nenne jetzt ein Beispiel fürs Berufliche, ja. Du wurdest hier gekündigt, warst hier langer Mitarbeiter hier in einer Firma, Mitarbeiterin hier in einer Firma, wurdest hier gekündigt oder die Firma hat zugesperrt etc. Es war hier natürlich ein Schock, ja, das Ganze
gewisse Hoffnungen für die Zukunft haben sich hier aufgelöst. Gleichzeitig wirst du aber dafür gut entlohnt. Ja, es kann ja sein, dass du hier etwas Geld erhältst, ja, eine Abfertigung. Andererseits kann das auch sein, dass du hier etwas Besseres bekommst vom Universum, ja, dass dein Verlust hier vom Universum wieder ausgeglichen wird, ja. Das ist jetzt beruflich gesehen, ja, sieht man das hier freundschaftlichen Beziehungen, dann wird das auch ausgeglichen werden, ja? Genau. Dann wirst du hier etwas Gleichwertiges oder etwas erhalten, was noch besser ist. Ja, sehe ich aber eher für Ende des Jahres. Wenn du hier wirklich loslassen kannst, es geht hier sehr stark um das Loslassen auch. Zuerst loslassen und dann ist Platz da, damit Neues in dein Leben treten kann. Gut, wir schauen jetzt weiter auf die sechste Kelche, der Magier. Es kommt mir hier rein, dass du hier vielleicht sehr viel vorhattest mit einer Person oder ja, in dieser Situation. Du hattest noch einiges vor. Deshalb hier fällt hier auch der Abschied sehr schwer, weil du noch viele Zukunftspläne hier vielleicht mit jemandem hattest. Oder eine Person, eine Firma, ja, was eben diese langjährige Verbundenheit hier, mit der du das hier eben hattest, das war Bestandteil deines Lebens, Bestandteil deines Plans. Vierte Schwerter auf die vierte Schwerter, ja, ganz klare Erholung hier. Ganz klare Erholung hier von etwas, ja. Es war für dich nicht vorhersehbar, ja. Es war für dich nicht vorhersehbar, hier etwas zu verlieren. Ja, du hattest hier einen richtigen Schockmoment. Ja, du musst dich hier erholen. Erholen von etwas, zurückziehen. Die Herrscherin und die drei der Schwerter. Aber du gehst hier auf jeden Fall gestärkt hier hervor. Du gehst hier gestärkt aus einer Sache hervor, egal wie schlimm sie war, wie schlimm sie ist. Du wirst hier daraus Kraft, neue Kraft hier schöpfen. Ja, du bist jetzt reif genug, um hier schnell aus so einer Situation hier rauszukommen, ja, aus einer schweren Phase. Asche der Stäbe, zwei der Schwerter, zwei der Münzen. Und hier wird es um eine ganz klare Entscheidung für dich gehen. Ja, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter in diesem speziellen Bereich? Ja, manchmal brechen einfach Bereiche weg aus unserem Leben, vollkommen unerwartet. Ja, das kann ein Freund sein, beruflich, Partnerschaft, Kinder. Es kann alles, ein Tier natürlich, es kann hier alles Mögliche betreffen. Ja, wie geht es denn jetzt weiter, hier eine Entscheidung zu treffen, ja, für deine eigene Zukunft hier wieder einen guten Weg zu wählen? Der Gehängte. Es fällt dir noch nicht so leicht, eine neue Entscheidung zu treffen, weil du das Alte noch nicht losgelassen hast, ja. Du hast dir sehr viel Hoffnung vielleicht in etwas reingesteckt, ja, vielleicht auch in einen Partner, ja. Du hast dir sehr viel Hoffnung reingesteckt und jetzt, ja, das ist so eine Phase einfach der Leere. Der Leere, man hat noch nicht wirklich abgeschlossen, man hat noch nicht wirklich eine Idee, was man jetzt tun könnte. Das ist eine Übergangsphase, ja. Und hier nochmal die zwei der Münzen. Ah, ganz, ganz eindeutig hier. Du musst dich hier entscheiden. Du musst dich entscheiden, halte ich länger an dem Alten fest, ja, an einer Hoffnung, die vielleicht nie zustande kommen wird, oder entscheide ich mich ganz klar für was Neues? Und wie ich vorhin schon sagte, das Alte
ist eigentlich gar nicht mehr da. Ja. Es ist nur eine Illusion, eine Hoffnung. Wow! Ich sagte von Anfang an, es kommt etwas Besseres auf dich zu. Ja, sollte es hier um einen Partner gehen, hier kommt etwas Besseres auf dich zu. Wir haben hier Herrscherin und Herrscher. Hier wird jemand, nachdem du hier abgeschlossen hast, losgelassen hast, wird hier jemand auf dich zukommen. Ja, wird hier jemand dir Wertschätzung entgegenbringen. Ja, wie schon gesagt, es kann natürlich auch ein Chef sein, der dich hier gerecht entlohnt, belohnt. Es kann aber auch ein Partner sein, ja, der sich hier, der das, ja, das Ganze in Balance bringt, ja, wo nicht nur du gibst, wo du auch zurückerhältst, ja, wo das Ganze hier in Balance ist. Okay, gut, meine Lieben, wir schauen jetzt rein in der weiterführenden Legung mit den Rider-Waite-Karten. Worum handelt es sich hier genau, ja? Welche Entscheidung hast du hier zu treffen und besonders, wer ist diese Person hier am Ende der Legung? Wie gesagt, das Ganze ist über ein halbes Jahr verteilt. Da tut sich natürlich ganz, ganz viel dazwischen. Und ebenso ziehe ich noch eine Herzkarte bzw. eine Glückskarte für dich. Und wir sehen uns gleich in der weiterführenden Legung. Schau gerne vorbei im VIP-Mitgliederbereich. Und ansonsten schau dir auch gerne dein Mond, Mars, Venus und Aszendentzeichen an. Es könnte hier eine wichtige Botschaft für dich dabei sein. Und abonniere natürlich kostenlos diesen Kanal, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Ich wünsche dir alles, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.